Schau dich an. Was ist aus dir geworden? Wo ist der Junge von früher, der das Meer so mochte? Wo ist die Wasserratte von damals? Wo ist der Furchtlose aus dem Freibad? Schau dich an. Was ist aus dir geworden? Moin! Seid ihr fit? In Form? In freudiger Erwartung? Perfekt! Dann kommt hier eine frische Folge von Mein erstes Mal. Der Sendung, die mich immer wieder wahnsinnig macht. Aber dazu später mehr. Ich bin Gary Paubert. Gesund und glücklich und noch immer frisch verliebt in den Sport. In all seinen Facetten. Ich kommentiere und moderiere von und aus den Stadien dieser Welt. Doch ab und zu braucht jeder Theorieexperte auch mal wieder die ehrliche Praxiserfahrung. Und deshalb teste ich Sportarten, die ich noch nie zuvor gemacht habe und lerne so meine Grenzen, Ängste und Schwächen kennen. Aber wenn Optimismus olympisch wäre, dann seht ihr hier Deutschlands Goldhoffnung. Im Sport gibt es ja immer die berühmte Tagesform. Und heute könnte ich einen ganzen Wald ausreißen. Einziger Haken, die Ungewissheit. Denn die Antwort auf das, was mich erwartet, lauert im roten Turnbeutel mit dem Fragezeichen. Drei Hinweise zur Aufgabe sind darin versteckt, auch wenn es in der Reithauptstadt Deutschlands schon verdammt schwer nach einem tierischen Tag riecht. So, also die Kulisse sagt ja eigentlich schon vieles aus. Wenn es heute nichts mit Pferden zu tun hat, weiß ich auch nicht. Schauen wir mal, neuer Beutel, zumindest neuer Inhalt. Ein Brief ist da. Was hat denn die geliebte Redaktion geschrieben? Also, hallo Sportsfreund, herzlich willkommen in Aachen, wo du heute im wahrsten Sinne des Wortes in eine für dich neue Sportart eintauchen wirst. Ja, okay, wenn es mit Pferden zu tun hat, wäre neu. Wie sagt man so schön, das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde und Glück wirst du brauchen, denn ein anderes Sprichwort besagt, wer hoch steigt, fällt tief. Hals- und Beinbruch, deine Redaktion. Alter Schwede, die können immer nur mit Schmerzen hantieren. Ich weiß ja auch nicht warum. So, schauen wir mal rein, was haben wir hier? Irgend so einen komischen Lappen. Was ist das denn? Fühlt sich ganz, ganz spooky an. Und sieht auch noch mega schrill aus. Hat das irgendwas mit Pferdesport zu tun? Braucht man das? Ich habe keinen Plan. Schauen wir weiter. Ein Buch? Titel. Mhm. Grundformen der Angst. Ja. Also ein kleiner Schauer läuft mir jetzt schon den Rücken hinunter, aber ich bin erstmal noch mutig unterwegs. Gucken wir weiter. Ein kleines Stück Stoff. Was ist das denn? Okay, erster Eindruck, eine Badehose? Wie passt das jetzt zum Pferdesport? Tragen Jockeys das irgendwie drüber oder so? Hm? Weiß ich nicht. Also, wenn es was mit Pferden zu tun hat, dann könnt ihr auch eigentlich das direkt sagen, wenn wir jetzt hier schon sitzen. Gehen wir davon aus, dass wir da jetzt reingehen. Oder? Wasserspringen ist für mich der Kampf gegen den eigenen Körper und gegen den eigenen Geist. Mich fasziniert zum einen der Sport und die körperliche Fitness und zum anderen auch, dass nicht jeder mit der Höhe umgehen kann. In Deutschland gibt es nur 3 Highdiver, die auf 27 Meter springen. Wasserspringen kann gefährlich werden, wenn man falsch aufkommt, gerade von 10 Meter. Von Sprüngen aus 20 und 27 Meter kann es natürlich, wenn man schlecht aufkommt, zu schweren Verletzungen führen. Und deswegen muss man sich besonders dort sehr sicher sein, dass man die Sprünge auch beherrscht und sicher runterbringt. Jeder Sprung, den ich vom Turm mache, gerade wenn es ein neuer Sprung ist, ist es unabhängig komplett welche Höhe,
hat man Angst, das gehört auch komplett dazu. Und dann stellt sich die Frage, wie sicher ist es, dass ich den Sprung schaffe oder nicht schaffe. Gerade Höhe macht sehr viel aus und der Sprung. Und die Kombination daraus ist dann die Hürde, wie groß die Angst dann hinterher ist und wie ich damit am besten umgehe. Mein Name ist Tim Thesing und ich bin Wasserspringer und Profi-Highdiver. Ich bin ja immer noch zu gutgläubig für diese Sendung. Natürlich würde mich meine Redaktion niemals reiten lassen, wenn es nicht noch gefährlichere Dinge geben würde. Nichts Böses ahnend erreichte ich erstmal die heutige Location. Wenn ich da so rüberblicke, dann sieht das ganz stark nach Schwimmhalle aus. Heißt, boah, die einzigen Pferdchen, die es da gibt, sind sicherlich die Seepferdchen. Stellt sich natürlich die Frage, was kann man unter Wasser machen? Tauchen? Wasserball? Wasserball wäre cool. Aber wir machen jetzt nicht sowas wie Synchronschwimmen, oder? Also es gibt auch Grenzen, ne? Synchronschwimmen? Oh. Na, lassen wir uns mal überraschen. So, herein in die gute Stube. Uff. Das sieht auf jeden Fall hoch aus. Eine richtige Schwimmhalle ist das auch nicht. Und das ist anscheinend mein Bademeister. Hallo, hi. Moin, ich bin Gary. Ich bin Tim, schön dich kennenzulernen. Ja, Dito. Ich habe gesehen, irgendwas mit High steht da hinten bei dir schon drauf. High Diving Germany heißt, wir tauchen. Nein, Klippenspringen, wir springen vom Turm runter. Ich befürchtete es. Okay, was erwartet uns heute? Ein Sprung von 10 Meter mit Salto optimalerweise. 10 Meter. Boah, das sah es jetzt mal. 10er. Klar. Und mit Salto. Ich kann überhaupt keinen Salto. Mann, ey. Okay. Wir sind dann erstmal rauf auf diesen Berg, diesen Endgegner, um mal die Höhenluft zu schnuppern. Aber die ist auch auf 10 Metern schon dünn wie nix Gutes. Ihr seid so geisteskrank, ey. Ist das heftig hoch. Das ist ein richtig an der Waffel. Willkommen auf 10 Meter. 10 Meter. Das ist ja okay, wenn wir jetzt hier einfach nur einmal kurz runter gucken und dann uns wieder verabschieden. Springen wir nicht runter, ne? Doch, springen wir auf jeden Fall runter. Mein höchster Sprung war mal vom 5er, Füße voran und 20 Jahre her. Du willst da oben einfach nicht sein. Das ist ganz, ganz schlimm. Tim, jetzt mal Spaß beiseite. Gibt es wirklich eine realistische Chance, dass ich hier heute runterspringe von 10 Metern? Ganz ehrlich? Absolut. Ich verspreche dir, dass du hier heute von 10 Metern Salto machen wirst. Aber dafür müssen wir uns erstmal aufwärmen. Warm-up heißt für Wasserspringer Turnen. Kann ich zwar nicht gut, aber nach dem Start in den Tag fand ich alles, was im wahrsten Sinne bodenständig war, erstmal super. Ja, machen wir heute einen Doppelsalto, machen wir heute. Ja, genau. Ne? Vom 10er. Was machen wir? Ich dachte, wir springen jetzt von 10 Meter und machen hier nicht so viel Leichtathletikübung. Das ist ganz einfach. Turmspringen oder Klippenspringen startet immer mit den Basics. Das heißt, du gehst auch, egal wie gut du bist, fängst du immer hier an, machst immer die Basic-Übungen, weil die Grundvoraussetzung ist einfach Body Alignment, also Körperhaltung, Körperspannung. Und danach folgt alles andere. Gut, machen wir weiter. Rückwärtsrolle. Ist ja ganz einfach, ne? Kannst du Handschuhen? Kommt drauf an. Ich hab ein bisschen weniger Arme. Ja, gut. Also das letzte Mal, dass ich sowas machen musste, das war in der Schulzeit. Und schon damals hat es nicht geklappt. Ja.
Gerade als ich dachte, dass ich den Dreh sprichwörtlich raus hätte, fing Tim so ein bisschen an durchzudrehen. Die nächste Übung machst du mir einfach nach. Vorwärtssalto hinter unseren Träumen auch danach. Wir können auch noch eine andere Übung machen. Rückwärtssalto. Wir können es aber auch sein lassen. Genau. Noch stärker als meine Neugier ist mein Selbsterhaltungstrieb. Gut, dass der liebe Gott für Menschen wie mich die Schnipselgrube schuf. Jetzt sind wir an der nächsten Station. Schnipselgrube. Können wir auch ein paar Saltos trainieren. Mhm. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem Vorwärtssalto. Ich mache den vor und kannst ihn einfach mal nachmachen. Gut, wir nähern uns also dem Wasser. So, Trommelwirbel. Der lacht mich ernsthaft aus, oder? Aber sowas macht mich nur stärker. Stell dir vor, du hast hier eine Mauer und ja. Über die willst du rüber. Ja, ja, viel besser. Wir müssen 5 Minuten Break machen. So, was machen wir jetzt? Wir machen jetzt das Gleiche, was wir vorher auch gemacht haben, vom Beckenrand. Salto vorwärts, ich mache ein paar Saltos mehr. Aha. Dann zeig mal. Zwei, drei, drück! Schade. Alle da hinten lachen sich einen tot. Technisch ist das... Sagst du, das ist doch scheiße. Ja. Ihr schneidet das aber auch immer so zusammen, dass es bei Tim viel besser aussieht als bei mir. Finde ich nicht fair. Geisteskrank. Da war ich wieder. Viel zu früh am Tag an einem Punkt, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Die Vorfreude? Verflogen. Angst vor der Aufgabe. Furcht vorm Versagen. Ich wollte nur noch weg. So. Jo, das passt ja jetzt. Angst, ne? Habe ich reingekommen. Und dann weiß ich nicht, worauf ich jetzt weniger Bock habe. Auf die Hose oder darauf, was jetzt gleich noch da in der Halle auf mich wartet. Meine Beziehung zu Wasser war immer deutlich besser als die zu Höhe. Schwimmen, Tauchen, alles cool. Aber ich war nie der Typ, der gerne irgendwo hoch raufgeklettert ist. Und das wurde mir nie so deutlich wie an diesem Tag. So Tim, jetzt sind wir in der Schwimmhalle. Aber sag mal vorneweg, was hat es jetzt mit dem Lappen hier eigentlich auf sich? Steinhart. Der Lappen oder auch eher gesagt Chemis zum Abtrocknen, damit der nicht so kalt ist. Und wie heißt das Ding? Chemis. Okay. Genau. Zum Abtrocknen, damit der nicht so kalt ist. Und damit du beim Sprung, wenn du zum Beispiel Vorwärtssalto machst oder Rückwärtssalto, nicht wegrutschst. Mit der Hand am Bein zum Beispiel. Okay. Deswegen kannst du es einmal ins Wasser reinschmeißen. Und dann saugt sich das fest. Genau. Okay, also damit kann ich mich quasi abtrocknen. Genau, jetzt kannst du das ausbringen, dann kannst du das kann man ja ganz gut, wenn du jetzt halt mal über die Beine so rüber gehst, dann siehst du direkt, dass die Beinhaare dann trocken sind. Nochmal gegen den Strich. Ja. Ah ja. Dann sieht man es besser. Ja. Okay. Und Turmspringer finden es geil, knappe Unterhosen zu tragen. Nein, das sind ja ganz normale, das ist ja die ganz normale turmspringerische Badebekleidung. Und gerade für die Haltung ist das sehr, sehr wichtig, wenn ich zum Beispiel gestreckte Beine habe oder gebeugte Beine, dass man die, gerade wenn ich jetzt einen Wettkampf habe, dann auch die Haltung sehe, ob die gut oder nicht so gut ist. Okay. Gut. So, und womit starten wir jetzt? Wir fangen klassisch vom Beckenrand an, fangen mit ein paar Frühsprüngen an, Kopfsprünge, Salto und dann können wir uns vorarbeiten. Okay. Let's go. Ja. Was falsch gemacht? Nein.
aber du hast es auch nicht gut gemacht. Wir starten einfach mal direkt mit dem Salto, ohne den Kopf rum. Läuft die Kamera? Ja. Es wird jetzt ein Vorwärtsweiter. Wunderschön, wenn die komplette Sitzreihe hier immer lacht. Und das hört man noch, bevor man im Wasser auch. Von 3 Meter wird er, glaube ich, richtig gut. Also ja, von 1 Meter hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass du ihn rumkriegst. Mach den nochmal. Warum auch immer glaubte Tim zu diesem Zeitpunkt, dass ich einen Salto vom Zehner überlebe. Jetzt ging es nur noch darum, springe ich vorwärts oder rückwärts in den sicheren Tod. Also es sieht 1000-mal besser aus als deine Vorwärtssprünge. 1000-mal. Also ich sehe ganz klar, sehe ich dich im Rückwärtsseite von 10 Metern. Ja, ich sehe mich eher am Strand auf Malle. Okay, fahren wir mit Rückwärtskopfsprung an. Das habt ihr aber rausgeschnitten, oder? Mit dem Rückwärtskopfsprung von mir? Das? Hm? Ich sehe mich ganz klar vor. Vom 10 Meter Brett beim Rückwärtssalto. Nicht. Durch, 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 durch. Ui. Wo ich es jetzt so im Fernsehen sehe, schaut es gar nicht mal so gut aus. Das ist, wir sind ja auch auf dem Beckenrand, ne? Okay. Versuch das Wasser zu suchen. So. Ja, ja, ja. Ready? Eigentlich nicht. Jetzt! Das wird schwierig. Ich glaube, wir gehen doch wieder zum Vorwärtssalto. Der Rückwärtssalto und ich, zwei, die sich nicht mögen. Also, Entscheidung gefallen, ich stürze vorwärts meinem Ende entgegen. Da würde ich mal auf 3 Meter Vorwärtssalto machen. Ja. Da sehe ich dich am ersten. Da wollen wir nicht erstmal da ankommen? Nee, da würdest du dir wahrscheinlich eher wehtun, weil du das wahrscheinlich nicht rumkriegst. Und plötzlich war sie wieder da. Die Angst. Jetzt wurde alles sehr schnell, sehr real. Und ich glaube, ich habe noch nie weniger Lust auf einen Dreier gehabt. Wer hatte eigentlich die Idee mit dem Turmspringen? Keiner von euch ist doch jemals vorher selbst da irgendwo runtergesprungen, oder? Ha? Und dann immer meine Lieblingsfrage. Wie geht's dir denn jetzt gerade? Hm? Scheiße geht's mir. Wir sind erst auf 3 Metern und ich mache jetzt einen Vorwärtssalto da runter. Wie das ausgeht, you never know. Ein Gary Paubern zaudert. Er zögert. Er zweifelt. Aber er zieht Dinge durch. Ja! Ja, geil! Geil! Ich hab's doch gesagt, perfekt in den Vorsprung. Das war super getimt. Drehende. Drehende. Applaus bekomme, mehr geht nicht. Mehr kann man in einer Karriere nicht erreichen. Boah, krass. Fertig, ey, fertig. Jetzt guckt euch das doch mal an. Ganz, ganz großes Tennis. Beziehungsweise Turmspringen. Okay, das war der Vorwärtssalto von 3. Ja. Jetzt gehen wir auf 5 oder was? Wenn du Bock hast, können wir den von 5 probieren. Wenn du sagst, das ist dir die Nummer zu hart, können wir einen halben Salto zurückgehen. Also machen wir einen Kopfsprung, aber den machen wir definitiv von 5. Aber du bist jetzt schon eingesprungen.
Ich fände es cool, wenn du ein Salto verprüfen musst. Das ist meine persönliche Einschätzung. Nochmal zur Erinnerung. Ja, ich bin schon mal von 5 Meter gesprungen. Aber weil mir mein Leben lieb ist, halt nicht mit einem Salto. Nach dem Erfolg vom Dreier wollte ich aber auch nicht kneifen. Alles, was du mir jetzt noch kurz an die Hand geben willst, tu es jetzt, bitte. Spring genauso wie von 3 Metern. Aus Angst und Mitleid hat der Bademeister für mich extra die Bubble-Anlage angemacht. Riesige Blasen, die den Aufprall weniger schmerzhaft machen. Ja, der wusste schon, wer da jetzt springt. Tim hat dann auch schön die Fliege gemacht. Und plötzlich bist du da oben, ganz allein. Und das fühlte sich nicht gut an. Gar nicht gut. Ich hab's echt getan. Ich hab's echt getan. Werden von mir jetzt echt immer die großen, klugen Sätze erwartet. Einfach nur Adrenalin pur, komplett Limit. Ich kann es nicht beschreiben, wie sich das anfühlt. Man hofft einfach nur, dass man irgendwie heil aus diesem Becken rauskommt und zumindest jetzt hat es gerade geklappt. Der hat mir so gefallen, was ich dem jetzt sagen werde, der soll auf 7 gehen. Der rotiert etwas langsamer, wahrscheinlich weil er auch Angst hat. Und das ist immer gut, weil wir dann immer einen Step höher gehen können. Das Krasse an diesem Sport ist dieser ständige Wechsel aus Angst und Glück, aus Adrenalin und Endorphin. Und wahrscheinlich hätte ich genau hier einfach aufhören sollen. Doch dieser verdammte Sprungturm hatte ja leider noch ein paar Stufen nach oben. Meter. Du springst normalerweise von 20 Meter nochmal höher. Also 27. Also ich habe jetzt schon Muckensaugen. Warum macht man das? Gute Frage. Zum einen halt, sich immer wieder seinen eigenen Ängsten zu stellen. Hier sind wir auf 7 Meter. Bei 27 Meter hast du natürlich Outdoor, du hast die Publicity, du hast die Natur. Und du stellst dich ganz anderen Ängsten, auch einer ganz anderen Gefahr. Also es ist ja auch nicht so, dass ich direkt auf 27 bin, sondern ich habe ja auch vom Beckenrand angefangen, von 7 Meter angefangen. Und du hast vorher extrem Angst, du merkst, alles zieht sich in dir zusammen. Aber wenn du den Sprung hinterher gemacht hast, merkst du, boah, geil. Also ich finde, einen riesen Unterschied sieht man ja schon alleine. Du hältst dich hier nicht fest. Ich klammer mich hier eigentlich an dem Geländer, weil wir echt... Also ich habe richtig Muffensausen. Was ist es denn dann bei dir? Ist es dann nur noch Respekt vor der Höhe? Es kommt auf den Sprung drauf an. Also wenn du einen einfachen Sprung machst, dann kannst du den auch von 20 Meter machen, sage ich mal. Oder auch von 10 Meter. Da habe ich gar kein Problem. Aber ich kann auch einen sehr, sehr schwierigen Sprung von 7 machen oder von 5, wo ich selber auch wieder extrem Angst habe. Der Unterschied ist aber eher, dass ich sage, ich tue mir hier eher weh, als mich eventuell ernsthaft zu verletzen. Das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber trotzdem habe ich halt Angst bei schwierigen Sprüngen oder bei neuen Sprüngen. Du springst von 27 Metern. Mit was für einer Geschwindigkeit fallst du da auf dem Wasser an? Auf 27 Meter, 85 km/h. Und das tut nicht weh? Wenn man richtig reinkommt, nicht. Aber die Wucht ist schon so enorm, dass man das mit einem kleinen Autounfall vergleichen kann. Das habe ich mal gelesen. Das heißt, man muss schon darauf achten, dass man sehr perfekt und sehr gerade reinkommt. Und man merkt auch, dass es, wenn man nicht richtig fest ist, dann sich im Wasser auch, dann auch einen auseinanderreißt. Die Beine gehen auseinander, die Arme gehen auseinander. Das sind Kräfte, die man halt nicht mehr richtig halten kann, wenn man nicht perfekt reinkommt. Da kriegt man doch richtig Lust zu springen, oder?
Naja, aus 27 Meter springt Tim übrigens höchstens 3, vielleicht 4 Mal an einem Tag, weil es einfach so anstrengend für den Körper ist. Das sind halt genau diese 3 Sekunden im Leben, die halt so entscheidend sind, das Richtige zu machen und sich richtig zu verhalten und den Sprung auch vor allem gut zu machen, dass man hinterher auch dann sich darüber freut, den Sprung sauber reingesetzt zu haben. Sauberen Sprung, ne? Das ist jetzt das Ziel also von genau. dir. Wenn es mir vorher nicht gut ging, ging es mir nun richtig schlecht. Mir war ganz flau. Das berühmte Bauchgefühl war eher ein einziger Bauchschmerz. Und ich glaube, der menschliche Körper will so vor Gefahren warnen. Aber jetzt kneifen? Nach den guten Sprüngen? Ich habe versucht, an was Schönes zu denken. An meine Frau, meinen Sohn. Aber genau die würden sagen, mach's nicht. Komm nach Hause, Gary. Und ich wollte nach Hause. Ich wollte wirklich. Aber nicht als der Typ, der gekniffen hat. Geil, absolut geil. Hammer gesprungen, gut reingekommen. Von 10 Meter wird es, glaube ich, aber ein bisschen zu schwierig. Aber sonst Hammer, dass der den gemacht hat, Hammer, dass funktioniert hat. Und ich bin gespannt auf seine Reaktion. Jetzt hätte ich zeigen können, dass ich bei all meinen Interviews mit Sportlern auch zugehört habe. Wann hören die auf? Genau, wenn es am schönsten ist. Am schönsten, nicht am höchsten. Gary, geil gemacht, richtig nice. Weißt du, was das bedeutet? Weißt du? 10? 10? Nein! Gib mir 2 Minuten! Ja. Komm hoch! Das wird eine richtig geile Nummer. Mein letztes Stündlein. Geschmolzen auf 2 Minuten. Meine Galgenfrist, in der ich krampfhaft versuchte, mich in Luft aufzulösen, mich wegzuwünschen. Und auf dem Höhepunkt meines Leidens und Tiefpunkt meines Lebens sah ich diesen Jungen und in ihm die Leichtigkeit des Seins. Sensationell. Hi, ich bin Gary erstmal. Hi, ich bin der Jaden. Krass, warum sah das bei dir so unfassbar einfach aus? Na, ich würde sagen, jahrelange Übung. Du hast angefangen mit wie vielen Jahren? 6 Jahren. Was ist die Motivation dahinter, mit 6 Jahren sich von solchen Höhen stürzen zu wollen? Ich habe damals im Fernsehen das erste Mal Turmspringen geguckt, der Männer. 2008 in Beijing, die Olympischen Spiele. Und das hat mich so inspiriert, dass ich auf jeden Fall anfangen wollte mit Turmspringen. Und dann habe ich mir auch, sobald ich angefangen habe, das Ziel gesetzt, du wirst irgendwann olympischer Turmspringer. Und ich gehe mal davon aus, wenn ich die Ringe da sehe, als genau. Tattoo, dass du dir dein Ziel erfüllt hast. Ja, auf jeden Fall, Bukto, das war mega. Aber 10 Meter da oben zu stehen, hat man da noch Angst? Also bei mir geht die ganze Zeit die Pumpe, wenn ich da hochgucke. Ja, also das Wichtigste ist, glaube ich, keine Angst zu haben. Man sollte immer Respekt haben, weil wenn man von dort oben springt, ist das Wasser wie Beton. Wenn man falsch landet, dann geht man gar nicht erst unter und bleibt einfach quasi auf der Wasseroberfläche liegen. Aber wenn man natürlich richtig eintaucht, dann klappt das. Hier stehen genug Leute um uns herum, die alle wollen, dass ich von 10 Metern noch springe. Hast du einen guten Tipp für mich? Auf jeden Fall nicht nachdenken. Nicht darüber nachdenken, wie hoch es ist, was schief gehen könnte. Am besten über einen schönen Sommerurlaub nachdenken oder irgendwie sowas. Tim springt von 27 Metern. Ist das auch was für dich? Ich möchte auf jeden Fall einmal darunter springen. Das ist auch ein kleiner Traum von mir.
Aber so auf Profimäßig, wie Tim das macht und Wettkämpfe und so, ja, bin ich nicht dabei. Wie viel Respekt hat man denn, wenn man von 10 Metern regelmäßig springt und dann einer um die Ecke kommt und sagt, ja, ich springe nochmal 17 Meter höher? Extrem viel. Also das kann ich gar nicht in Worte fassen. Auch wenn man sieht, was auch für Unfälle passieren können. Das gibt einem nochmal diesen höheren Respekt. Das ist auf jeden Fall krass. Gut, dann gebe ich mich mal in seine Hände und begib mich mal nach da oben und schau, was passiert. Ja, viel Glück. Danke. Okay. Mach's noch einmal. Ein letztes Mal, dachte ich mir. Mach's wie früher, als Angst nur ein Wort und Wasser dein Freund war. Boah. Hier waren wir heute schon mal, Tim. Guten Morgen. Alter Schwede. Geht das? Es fühlt sich ehrlicherweise noch genauso hoch an wie heute Morgen. Die Höhe hat sich auch nicht geändert. Ja. Grausam. Mein letzter Sprung. Mein ganz persönlicher Salto Mortale. Jeder, der mal hier oben stand, kann vielleicht nachempfinden, was da in Kopf und Körper passiert. Du siehst ja nicht nur 10 Meter in die Tiefe, sondern weitere 4 bis 5 bis zum Boden des Beckens. Angst fressen Seele auf. Und Angst macht auch die Anziehungskraft dieses Sports aus. Denn Wasserspringen zeigt dir im wahrsten Sinne des Wortes knallhart deine Grenzen auf. Und meine Grenze war genau hier erreicht. Ganz kurz vorm großen Ziel. Was sagst du? Bist du ready? Nee. Nee. Wirklich nicht? Jetzt haben wir den ganzen Tag hier so hart trainiert. Ich glaube, das geht nicht, ey. Das ist so. Das ist so. Keine Chance. Keine Chance. Kein Sprung vom Zehner. Dachte ich. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir springen zusammen. Zusammen? Wie zusammen. Synchron oder was? Nee, zusammen, ja zusammen. Du musst nichts machen. Ich übernehme den Sprung für dich. Das ist wie ein Tandem. Nennt sich Baby Catch. Und du musst dich nur festhalten. Nur festhalten? Nur festhalten. Versprochen. Versprochen. Okay, dann würdest du mich hier runterkriegen. Dann krieg ich dich hier runter. Und das ist auch der einzige Weg hier runter. Kostet sonst übrigens Kasten Bier. Dann habe ich ja keine Wahl. Auf geht's. Ich habe schon eine Menge dummes Zeug in meinem Leben gemacht. Aber jetzt legte ich mein Schicksal komplett in den Schoß von Tim. Bist du auf dem Arsch gelandet? Bin ich. Tat ein bisschen Alter. Weh. Aber ging. Hätte sie gut reingekommen, ja. Oh. Ja. Ja, Monsterfett, ey. Monstergeile Nummer auf jeden Fall. Gut wär's gehalten auf jeden Fall. Hast du die Augen offen gelassen? Augen offen gewesen, gedrückt wie ein Teufel. Ja, ich hing an meinem Leben. Wasser gesehen und dann den Tower gesehen. Und geil, dann war einfach nur noch Wasser um mich drum herum. Geil. Mega, 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 mega. Alles gesagt? Schaut mich an, ich grinse immer noch. Tim, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Wir haben hier ganz unten angefangen und sind von da oben runtergesprungen. Absoluter Wahnsinn. Für mich immer noch unbegreiflich, wie man sich von 27 Metern runterstürzen kann. Aber das wird dein Geheimnis bleiben. Das hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht. Ich habe auch auf jeden Fall auch zu danken, dass du hier warst. Ich meine, du wusstest ja vorher von nichts. Deswegen auch ein großer Erfolg, dass du so viel heute geschafft hast. Vorher keinen Sprung von 5 Meter. Und jetzt ein Salto direkt vom 10 Meter. Deswegen habe ich für dich noch die Original DSV-Goldmedaille. Würde ich dir gerne überraschen. Genau, die muss ich dir umhängen.
Genau, deswegen für den großen Erfolg heute von 10 Meter zu springen. Sensationell. Ja? Alles Gute, herzlichen Dank. Gerne, gerne. Das liebe ich ja so am Sport und an diesem Format. Du machst dir vor jeder Aufgabe derart in die Hose, hast wirklich Angst und glaubst, Dinge niemals schaffen zu können. Und am Ende stolzierst du hier mit Medaille um den Hals aus der Halle. Wahnsinn! Mann, ich bin von 10 Meter gesprungen, von 7,5 mit eigenem Salto. Glaub mir, diese Hamburger Hühnerbrust ist heute breiter als jedes Hochhaus.